So, meine lieben Freunde, ihr habt euch gewünscht, dass ich Duke Nukem 3D, die Megaton-Edition, weiterspiele. So. Dann hoffe ich auch, dass das alles funktioniert. Ich habe das so lange nicht mehr gespielt, also es kann wirklich sein, dass wir hier total blöde durch die Gegend rennen und, oh, komm her. Weil ja die Levelstruktur ein wenig anders ist als in heutigen Shootern, und das ist auch so saumäßig schnell. Oh, sehr geil. Ein Wichskino. Hör auf, die einzuschrubben, Alter. Sehr schön. Jetzt will ich hier aber auch nochmal gucken. Ziehen wir sonst doppelt rein. Ich will nochmal gucken, unter den Options, bei Video-Settings. V-Cent schaffe ich aus. Max FPS 180 war das einzige. Dann gibt es noch Smooth, Retro. Smooth. Machen wir mal Retro. Shitty Gore hier. Ja, sieht nochmal ein bisschen geiler aus. Oh cool, das war gleich auf Anhieb richtig. Oh. Alter, ist das schnell gerade. Wenn man jetzt die ganze Zeit irgendwie was Langsameres gespielt hat, dann ist das echt ganz schön schnell. Wirklich schnell. Gab es hier nicht irgendwo einen Geheimgang? Alter, stell dich doch nicht in diese Ecke, du Hässlicher. Da. Oh! Hail to the King, baby. Duke Nukem must die. Sehr geil. Warum sagt er da nicht zu? Hier kann ich nirgendwo was öffnen? Ne. Ich hab die blaue Karte, na dann müssen wir mal hier runter. Ah ne, die sind schon tot. Da war das Porno-Kino. Hm. Ach, hier vorne geht's rein. Sagst du was nicht? Ah, okay. Das sind Effekte, wa? Das sind Effekte. Zieht euch das rein. Ich werde dieses Let's Play in 15 Minuten Parts machen. Ähnlich wie bei... Ja, ähnlich wie bei Dishonored. Damit auch mal wieder ein bisschen was zusammenkommt bei der Vendetta Homebase. So kann es ja nicht weitergehen. Ne, Vendetta Homebase braucht auch mal ein paar Videos. Da stehe ich mir auf die Pumpgun, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich freue mich ja schon auf die ersten Endgegner. Das wollte ich gar nicht. So, jetzt wollen wir aber noch mal hier Poolbillard spielen. Das ist so absurd. Ich weiß gar nicht, ob es irgendwas gab, wenn man, oh, kaputt, den Pooltisch leergeräumt hat. Jetzt versuchen wir es aber trotzdem noch. Jetzt rein mit dir. Yeah. Okay, alles leer. Bringt nichts. Habe ich hier unten noch was vergessen? Nein. Aber hier war doch noch was, genau. Ach, da hätte ich die Schweine von der anderen Seite überraschen können. Okay. Manchmal braucht man einfach so einen stumpfen Shooter, um sich gut zu fühlen. Na, was geht ab? Shake it, baby. Los, shake it.
You wanna dance? Warum wackelt die nicht mehr mit den Titten? Das ist frech. Man hat ja Geld gegeben. Shake it, baby. Und dann hat die normalerweise ihre Titten gezeigt. Frech. Was ist das? Ah. Kann's ja wohl nicht geben. So. Keine Titten. Keine Titten für Vendetta. Was haben wir? Der Dance-Schuppen. Hier stehe ich. Okay, das reicht mir schon. War hier noch irgendwo eine versteckte Tür? Das ist ja auch dieses Bescheuerte, diese versteckten Türen. So. Mal ein bisschen die Waffen alle ausprobieren. Das, Mann. Ich brauche Energie. Da ist noch Energie. Hm. Wie war denn das hier? Hier kann ich nichts öffnen. Shake it, baby. Ah, die wackelt. Shake it, baby. Die eine hat gewackelt. Die eine hat gewackelt. Wackelt die hier auch mit ihren Titten? Shake it, baby. Yeah. Was war denn das gerade? Was hier runtergefallen ist. Da oben. Ich sag ja, die Levelstruktur ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Oh nein, ich muss wechseln. Oh Gott, hier habe ich aber ordentlich an Energie verloren. Hat sich nichts verändert? Ah, trifft doch mich trotzdem, Penner. Alter, da oben kommt auch noch einer raus. So, ihr blöden Schweine. Oh. Wie komme ich denn da hin? Das will ich nochmal versuchen. Yep. Yep. Ne, schaffe ich nicht. Scheiß drauf. Das habe ich eh nur ein Nachtsichtgerät. Braucht kein Mensch. Hallo? Hallo? Yep. Alter. Jump'n'Run-Einlagen waren nie gut beim Duke. Auch nicht bei Doom oder so. Da hat sich jetzt auch in, ich weiß gar nicht, 20 Jahren nichts verändert. Hat er mich jetzt wirklich gerade hier gefickt? Press, use, open. Achso, eh. Scheißendreck. Nee, dann laden wir hier den Save Point. Wir wissen ja jetzt, wie es ganz schnell geht. Oh, verdammt, Axt. Machen wir den auf. Unlock. Oh, das gibt's doch gar nicht. Wir waren doch schon vom Ziel. Ne, wir scheißen hier auf alles. Tschüss. So, schneller, 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 schneller. So. Nein, ich habe da oben die Karte vergessen. Och, ich bin noch ein Depp. Jetzt kommen wir doch nämlich hier gar nicht mehr rein. Nein. Verdammt. Jetzt kann ich hier trotzdem noch mal rein, dem hier geben. Und hier vorne dieses Atom, dieses Mann, Alter. So. Tommy Curve. Oh, zu weit. So. Hoch. Wo, da. Das Ding habe ich vergessen. Alles klar. Und weiter geht's. So, welche waren das? Außen, ne? In. Okay. Und weiter geht's.
zwischendurch einfach mal safen. Kostet ja nichts. Oh Gott, wir haben nur noch 3 Minuten 57 Sekunden für diesen Abschnitt. Ah, schneller, schneller, schneller. Hup. Hep. Wir haben keine Zeit. Haben wir ihn vergessen? So, nochmal spielen. Gegner-KI ist so lala. So, alle weg. Irgendwas noch vergessen an Munition? Alles mitnehmen. Wichtig ist das. Ihr merkt, wie schnell ich jetzt hier gerade versuche durchzurennen. Okay, Feierabend. Ruhe im Puff. Warum habe ich denn keinen Armor mehr? Ich will die ganze Zeit nachladen, aber das muss man ja bei dem Spiel nicht. In Bewegung bleiben. Ich brauche Energie. Irgendwo gibt es doch hier sicher noch Energie, die ich nicht gesehen habe. Hier nicht. Habe ich die im Badezimmer mitgenommen? Wir haben keine Zeit, wir haben keine Zeit. Yes. Okay. Brauche nur 35, das ist ja mies. Yep. Einmal noch. Danke. Hail to the King, baby. Schnell safen. Damn, I'm good. Diese beschissenen Schweine. Komm schon. Hä? Das war's? Trotzdem geschafft. Und das noch in der Zeit. Alte Scheiße. Enemy Key ist 62, Enemies left 12. Wir drücken jetzt mal Any Key. Den habe ich nämlich auf meiner Tastatur. Any Key gedrückt. Und ich bin tot. Ist das nicht gemein? Wenn ich jetzt die Use-Taste drücke, kriege ich dann wieder volle Energie, um hier zu starten. Alles klar. So. Und wir sehen uns im nächsten Part von Duke Nukem Megaton Edition. Also haut rein und bis dann. Ciao, ciao.